ein neuer Begleiter. Jetzt sind wir schon zu dritt. Das ist natürlich eine ordentliche Steigerung. Vor, keine Ahnung, vor 20 oder 15 Minuten waren wir schon alleine. Und man merkt auch schon, die Gegneranzahl wird deutlich höher. Das ist wahrscheinlich die Konsequenz daraus. Mehr Leute... Ui, ah ja, das sind ja auch Käfer und Insekten. Ja, die Peitsche... Ah, okay, sie ist ja total... Ja, der Fomi war ziemlich kräftig. Das ist ziemlich cool. Aber sie macht absolut gar keinen Schaden. Also sie müsste sich wirklich auf Zauber spezialisieren, sonst wird da gar nichts raus. Gegengift, cool. Außer ich... Vielleicht macht eine bessere Peitsche wirklich eine Menge aus. Das haben wir bei Maxim gesehen in der Seehöhle, dass er Degen oder was das war, ziemlich viel ausgemacht hat. Königreich Lunaria. Oh, ein... Oh, ziemlich edel hier schon. Ja, schlafen. Ja, machen wir einfach mal. Grüß dich. Hier auch hier, um die Krone zu sehen. Eine Übernachtung kostet dich 20 Goldmünzen. Ja, meinetwegen. Ist doch egal. Ja, wir haben ja Geld genug. Hahaha. Wie geht man hier hoch? Was ist denn hier oben? Musik ändert sich. Was ist hier? Leider hast du keine Chips mehr, doch am linken Schalter kannst du neue Chips kaufen. Okay. Naja, es gibt sicher größere Casinos als dieses. Ein einarmiger Bandit. Ihr solltet mal das große Casino besuchen. Leider habe ich vergessen, wo es ist. Das ist ein Casino. Ah, ist echt ziemlich ärmlich. Oh cool, ich sehe das. Ah, ich sehe das jetzt zum allerersten Mal, dass der Maxine jetzt schon so gegelte Haare, dass die richtig glänzen, da in der Mitte ist und schön da so ein Leuchtstern, so glinz, glinz, kling, kling. Obwohl die hat die. Obwohl das ist, glaube ich, einfach nur ein Pixel, oder? Weil hier die Thea hat das auch um den Hals, so ein Pixel. Naja, ist auch egal. Was willst du denn? Schönen guten Tag! Oh, Chip, Waren. Ein Chip kostet 10. Ah, okay. Können hier Chips kaufen. Waren, was ist das denn? Ein Talisman, der Dinge deiner Gegner verbrennt. Der deine Gegner. Ach, Dinge deiner. Ach Gott. Ich kann heute nicht gut lesen. Tut mir leid. Ein Talisman, der deine Gegner verbrennt. Was ist das? Ist das irgendwie so ein benutzbar Item? 400 Chips? Warte mal, 400 Chips. Ein Chip hat 10 gekostet. Ui. Uiuiui. Statue, wenn du die nett bittest, füllt sie im Kampf die KP von dir und deinen Freunden wieder auf. Ja, was. Ich traue diesem Text nicht mehr. Also dieses teilweise Auffüllen hat mich ja so geschockt, ne? Ich habe mich nicht verarscht gefühlt. Und wenn da steht nicht komplett, oder? Wieder auf, da steht ja nicht komplett. Aber, oh, Abaddon. Ein Talisman, der einen Gegner mit Donner verletzt. Zornmesser. Okay, für 1000 Chips aber keine gute Steigerung. Luftumhang, was ist das denn für ein Umhang aus seiner dünnen Leine? Ah, guck mal, da steht CP. Und wenn ich mit einem Pfeil nach rechts drücke, dann kann ich die Wutattacke sehen. Wunderzauber. Wiederbelebungszauber füllt die KP und MP vollständig wieder auf. Cool. Kann ich das bei allen Sachen sehen? Ah, das trifft alle Gegner. Ah, oh, da, oh, wie langweilig. Das ist derselbe Zauber, den wir jetzt schon haben, der Bomber. Ja, aber so toll sind die Sachen aber auch nicht. Aber wir kaufen einfach mal ein paar Chips. Für 100. Ah, komm, den Spaß gönnen wir uns mal. Kaufen wir 500 Chips und machen mal ein paar Spielchen. Drücke der Steuerkreuz nach oben, um Chips einzuwerfen. Was ist denn das? Damit habe ich nicht gerechnet. Was ist los? Hä? Was? Hä, was ist los? Ich hatte nur hoch und runter gedrückt. Vor mir. Hat mir kein Glück gebracht. Wie, jetzt habe ich verloren? Stopp! Nein! Was ist los? Oh, schade, ich dachte schon. Moment mal eben, ich hab schon, ey, ich hab nur noch 3 Chips. Wo sind meine restlichen 7? Wo hab ich den getan? Verstehe ich nicht. Ah, Moment mal. Genau, wenn ich hoch und runter drücke, setze ich mehr Chips auf einmal. Ja, okay. Ah, jetzt habe ich's rausgekriegt. Ah, jetzt habe ich's. Also nach oben drücken heißt noch mehr Chips einsetzen und dann hier Dings da drücken, dann kann ich Chips. Okay, ich habe nur noch einen einzigen Chip. Boah, ist das eine Scheiße hier. Okay, dann einen werfen wir noch rein. Komm, los geht's. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, okay. Aber ich habe rechts gesehen, hier kriegt man nicht so viel, oder? Warte, ich. Ja, okay, ich warte, ich kaufe noch einen Chip eben, um zu gucken, wie viel man da so gewinnt. So. Boah, ist das blöd. Ganz ehrlich, ist das richtig scheiße. Da wird man nicht richtig verarscht. Zwei Kirschen? Ne, eine Kirsche. Ach so, eine Kirsche reicht. Da kriegen wir schon das mal zwei. Okay, zwei Kirschen. Okay. Okay, das ist natürlich interessant. Nämlich, denn,
Man kann ja natürlich erstmal, man kann aber schon ordentlich gewinnen hier. Also wenn man ab der Traube, das ist eigentlich das Anführungszeichen das Schlechteste, wenn man die 3 hat, dann kriegt man schon mal 10. Und dann geht es deutlich hoch mit mal 20, mal 40, mal 80, mal 300, mal 1000. Kommt eh nie, das ist mir schon klar, aber die Vorstellung ist schon ziemlich cool. Werfen hier einen Chip mal rein, vielleicht haben wir ja Glück. Ach nee, Moment mal, stopp mal eben. Das ist ja komplett anders aufgebaut. Habt ihr das gesehen? Tut mir leid, ich muss jetzt noch einen Chip kaufen. Jetzt verstehe ich es auch mit den... Ach, okay, eine Möglichkeit ist ja auch einfach nur Chips zu kaufen und die dann einzulösen, ne? Durch Geld das zu machen. Aber Moment mal eben. Wenn man jetzt mal richtig hinguckt... Ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum diese Striche mitten im Bild sind. Und jetzt verstehe ich das auch. Man kann hier... Links ist 1, römisch 1, 2, 3, 4 und 5. Die echte 5 übrigens und kein M. Und die überschneiden sich auch so diagonal. Ich denke mal, wenn man jetzt 5 Chips einsetzt, dass da auch dann diagonal zählt und alles mögliche. Moment mal eben, dann, wenn er diagonal auch zählt, dann müsste ich auch irgendwann mal, dann ist es ja, dann brauche ich ja nur irgendwo eine Kirsche zu haben, dann habe ich ja schon gewonnen. Oder irre ich mich da jetzt? Okay, ich sehe schon, das bedarf ungefähr, dass ich das ungefähr nochmal, was rede ich da? Das muss ich nochmal machen. Das interessiert mich ein bisschen, ob das wirklich so stimmt. Irgendwann, wenn ich mal ein bisschen mehr Geld habe, kommen wir hier nochmal zurück. Und wir haben nichts gewonnen, außer eine Kirsche? Nee, leider nicht. Gut. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen, wenn ich mal ganz viel Geld habe. Das interessiert mich schon ein bisschen. So, der Shop, der ist noch ganz interessant. Reden wir mit ein paar Leuten hier. Ey, geh nicht weg. Was ist eine Krönungszeremonie? Sie wird gefeiert, wenn der neue König zum ersten Mal die Krone trägt. Und dafür so ein komplizierter Name, ihr Erwachsener hat richtig Tour. Ich war bei der Geburt des Königs dabei. Schön, ihn als erwachsenen Menschen zu sehen. Ob John schon auf dem Weg zum Schloss ist? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Gehen wir mal hier rein. Mein Sohn John lungert nur herum und macht nie Hausaufgaben. Er ist im Schloss oder im Tempel. Tempel? Okay, ein Tempel. Hier gibt's einen Tempel. Der Kerker des Schlosses Lunaria ist riesengroß. Dämonen sollen dort ihr Unwesen treiben. Ah, das hört sich schon so an, als wären wir da mal vorbeischauen sollten. Oh, ist ein alter Mann. Jemand soll hinter der Krone des Prinzen her sein. Hoffentlich nur ein Gerücht. Okay. Eine Kirche. Auch direkt mal speichern. Was kann ich für dich tun, mein Freund? So, ja, wir speichern einfach mal. Und ich sehe schon, wir haben gar nichts erreicht. Und haben schon... Oh, wir haben noch gar nichts erreicht. Und ist schon so... Ja, schon so viel passiert. So viel an Zeit vorbeigelaufen. Hier mal im Shop rum. Ah, ich sehe schon, heute wird kein wirklicher Fortschritt geben. Heute wird nur ein bisschen rumblödeln sein. Die Leinenweste ist mit Gegengift getränkt. Sie heilt Vergiftungen. Was habe ich geredet? Was habe ich da gerade gelesen? Stopp mal eben. Ach so, ich dachte zuerst, das Gegengift... Ja, vergesst das, Leute. Ich bin heute nicht gut drauf. Die Leinenweste ist mit Gegengift getränkt. Sie heilt Vergiftungen. Na, die Dame hinter dir sollte eher einen Rock als eine Robe tragen. Ach, das... Och, du lustiger Typ. Die Robe hat zwar mehr Abwehrkräfte, doch der Mini-Rock füllt die KP auf. Sehr, sehr nützlich. Was laberst du da eigentlich? Ich verstehe das überhaupt nicht. Hallo Leute, bei mir findet ihr alles, was das Herz begehrt. Gut, dann gucken wir mal, was er hat. Kraftwasser brauche ich. Krafttrank. Füll KP auf. Ah, da füllt KP auf. Hier steht auch teilweise. Das ist so. Das sagt mir nichts. Kostet 100. Boah, ich hab nicht so viel Geld. Magienadel. Heilt Lähmungen. Ah, da muss ich was von kaufen. Zwei Stück. Komm, zwei Stück. Falls wir mal gelähmt sein werden und. Ne? Sollte es auf jeden Fall uns brenzlig wird, sollte es auf jeden Fall mal machen. Ui, eine Keule. Boah, 44. Ui, Langmesser. Und Kurzschwert. Ui, 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 ui. Oh, die Sachen sind so geil und... Ich kann es mir nicht leisten. Ich hab, doch, könnte ich mir schon, aber... Ah, da muss ich mal gucken. Ah, das Langmesser ist natürlich ziemlich geil. Für beide sogar. Ah, ich sollte ihr was geben. Ich kann nicht die ganze Zeit zaubern mit ihr. Das geht echt nicht. 60, da hier die Leinenweste, Stirnband, Leinenhelm. Oh, ich brauche Geld. Ich will mich so geil. Oh, ich würde mich so gern voll ausrüsten, aber es geht nicht. Oh. Tja, was machen wir da? Ja, die Keule. Sollten wir die Keule kaufen? Wir kaufen die Keule. Komm. Zack.
Ob das eine gute Entscheidung war, weiß ich nicht, aber ich denke mal schon. Zumindest hört es ihren Angriff ziemlich deutlich. Was hat sie zum Teufel da an? Eine Bratpfanne kann sie tragen? Ach du Scheiße. Hey, Moment mal, was hab ich da gemacht? Achso, ich dachte zuerst, ihre Abwehr ist irgendwie um 44, aber das war nur zufällig auch 44. Nee, Moment mal, wieso ist das immer... Ey, ich verstehe das nicht. Doch, ist das ausgerüstet? Die Keule? Ich verstehe das manchmal irgendwie nicht. Ich bin heute irgendwie nicht gut drauf. Nee, das hat sie gar nicht an. Was habe ich denn ihr gerade gegeben? Ach, ich habe ihr... Habe ich ihr das Obstmesser gegeben? Ich habe ihr das... Ich verstehe es nicht. So, jetzt hat sie die Keule an. Ha. Ich bin heute nicht gut drauf. Tut mir leid. Ich bin heute irgendwie verwirrt. Das tut mir leid. Naja, egal. Gehen wir mal raus. Ich glaube, das haben wir auch hier alles erledigt. Gucken wir mal, ob noch... Da war ja noch ein Schloss draußen. Da würde ich aber erst noch gar nicht drauf gehen. Ich würde mich erstmal umgucken. Ah, da kann man runter. Oh, da kann man auch noch rein. Ah, was ist das denn? Schmerzwurm. Jetzt fangen die doofen Namen langsam an. Wir gucken einfach mal, was die Keule jetzt ausrichten kann. Für den Schaden. So, wir machen 45. Jetzt ist schon mal, sind wir schon gut dabei. Und sie macht jetzt 27. Das ist doch schon mal viel mehr. Das macht sie sogar mehr als der Fomi. Oh, der kriegst du direkt drüber, der arme Kerl. So, und ich denke mal, der Kauf bei der Keule war schon gut. Ah, die hat auch nicht so viel HP, sehe ich gerade. Die kriegt schon ordentlich drauf. So, da brauchst du ja auch nicht unbedingt bessere Sachen, das reicht erstmal. So, gucken wir mal, was der Zauber ausrichtet. Zack. Boah, geil. Funke und dann ist Magic. Ah, zu schlapp. Du kannst dich ja lieber so drauf zuschlagen. So, warte mal, wir haben doch den Bomber. Der sollte doch hier ganz praktisch sein. So. Bomber. Wofür haben wir denn die Punkte? Ja, siehste. Da jetzt steigt jetzt auch schöne 100 Erfahrung, 120 Goldmünzen. Hier könnte ich, glaube ich, auch ein bisschen Geld sammeln, oder? Ein paar Mal die Würmer gekillt, habe ich ja schon 500 Goldmünzen. Wo geht's denn hier lang? Nordwestliche Höhle Lunarias. Okay, ich möchte jetzt eigentlich nicht zu weit reingehen. Ja, okay, das sieht aus wie ein Dungeon. Vermute ich jetzt mal. Oh, hier sind Stacheln, da kann ich nicht reinlaufen. Gut, ich denke mal, das ist ein Dungeon. Da gucken wir später mal rein. Zumindest im Hinterkopf behalten, dass es hier eine nordwestliche Höhle gibt, dass ich die nicht irgendwie vergesse oder so. Dann gehen wir mal da hoch. Das wird wahrscheinlich der Tempel sein. Ne, so eine Verbindung ist das wieder. Nordtempel Lunaria. Okay. Ich gehe jetzt lieber, bevor die Zeremonie ohne mich anfängt. John sagt, er gehe zurück, also gehe ich auch. Die Krönung wird bald im Schloss abgehalten. Es lohnt sich, dieses Spektakel zu erleben. Warum verschiebt ihr eure Reise nicht bis nach der Zeremonie? Gar nicht mal so schlecht. Wo geht's denn da oben lang? Hätte ich mal gern gewusst. Steht das da nicht irgendwie drauf? Tempel oder? Nordtempel? Nee, steht da nicht. Okay, schade. Dann gehen wir mal zum Schloss. Nee, erst killen wir noch ein paar Würmer. Nee, wir können direkt den Bomber einsetzen. Wofür haben wir die Wutpunkte? Zack. Und dann hier Thea nochmal. Zack. Das sollte es gewesen sein. Ah, sehr schön. Ah, guck doch, Leute. Ist doch gar kein Problem mehr. Ach. Die Probleme haben aufgehört. Ich denke schon. Oh, sehr schön. Oh, ne, oh, wieder hier 90 Goldmünzen, sehr schön. Vielleicht soll ich hier wirklich ein paar farmen. Oh, die Musik. Schloss Lunaria. Oh, wie geil. Bis zum Ende der Zeremonie beschützen wir sie mit unserem Leben. Ich denke mal, der andere sagt dasselbe. Willkommen auf Schloss Lunaria. Zurzeit kann die Königskrone im Thronsaal besichtigt werden. Dann machen wir das auch. Oh Gott. Hier los. Wir können zwar die Zeremonie nicht sehen, dafür aber die einzigartige Krone des Prinzen. Ach Gott, ist das wieder groß hier. Moment mal, ich konnte ja auch raus. Oha. Hä? Ach nee, Quatsch, das war die... Ah, vergesst es, Leute. Bald werden Gäste von nah und fern in unser Königreich strömen. Die Krone des Prinzen ist ein wahres klein... Was stand da? Ist ein wahrer... Wahres Kleinod. Ich kenne den Ausdruck nicht. Ist es ein Schreibfehler oder? Ich kenne das Wort nicht. Ja, okay, ich habe auch nicht die schönste deutsche Bildung. Das mag dazu noch auch dazu noch kommen. Dazu auch noch dazu kommen. Ah, ich rede mich am Kopf und krank. Vergesst es, Leute, ich bin heute krank.
So ist es zumindest im Kopf. Oh, wo geht's?